Hallo und herzlich willkommen, werte Freunde des gepflegten StarCraft Games. Wir sind bei einem ZVT gegen Maximum. Wenn das kein furchteinflößender Name ist, dann weiß ich gar nicht. So, Maximum spielt Terraner, wie gerade schon festgestellt. Ich hab's heute. Und ist wohl ein sehr netter Mensch. YouTube. Okay. Das hat mich jetzt rausgehauen. Ja, okay. Das lassen wir jetzt einfach so stehen. Dazu sagen wir jetzt einfach nichts mehr. Das ist mir jetzt ein bisschen creepy. So, wollen wir sehen, ob wir ein paar Liberators hin rauskitzeln können. Ha! Also Liberators sind offensichtlich ziemlich gut, wenn sie nicht gerade von mir gespielt werden. Irgendwo muss man auch mal zugeben, wenn man jetzt nicht gerade der Ultra-Pro ist. So. Hatch. Wollen wir mal sehen, ob wir ein paar Liberator aus ihnen rauskitzeln können und ob wir sie nicht vielleicht irgendwie abmeucheln können. Erste Reaktion eines StarCraft-Spielers. Wie sieht es aus? Wie kann ich es töten? Ja, wobei, eigentlich ist das ja Ego-Shooter, ne? Naja, mal gucken. So, dann haben wir hier einmal den Spawning Pool. Einmal hier mal Gas, bitte. So. Okay. So, natürlich holen wir jetzt direkt das Gas für die Speedlinge, sonst sterben wir an den Reapern mit den Reaper-Granaten. Die sind kein Spaß, ernsthaft, die... Oh nee. So. Soweit, so gut. Und da haben wir ja direkt das Gewinn. Oh, da ist aber jemand CC First gegangen. Ich seh's, da ist jemand CC First gegangen. Dann können wir ja direkt noch eine Hatch hinterher setzen und ein bisschen vier Arbeiter im Gas. Das war, glaube ich, noch nie eine gute Idee. So. Okay. So. Noch eine Hatch direkt. Und für eine Queen ist auch noch Platz. So. Und fängt an zu bauen. Ja, er fängt an zu bauen. Muss aber nicht zwangsläufig. Da kommt noch mehr Barracks. Werden das sehr viele Reaper oder fängt jetzt erstmal mit Marines an? So ein bisschen den Blick behalten hier. Ah ja, das ist ein Marine. Da kommt ein Tech Plant. Das riecht nach Bio. So, dann stecken die Leute wieder ins Gas. Da ist die Queen draußen. So, Queen latschen da mal runter. Na, das SCV kriege ich. Glaubst du doch selber nicht. So, wie sieht's hier aus? Forscht das Tech Lab? Ich bin mir nicht sicher. Nee, ich glaube, es bewegt sich vor und zurück, wenn es forscht, ne? Was ist denn damit passiert? Einfach mal aufgehört, die Kaserne zu bauen. Okay. Gut, von mir aus. So. Ein Baneling Nest. So, und eine Evo Chamber. So. Hier fünf Arbeiter dahin. Und so. Queen. Und besonders viel hat er ja noch nicht dastehen. So. Das sind ein paar Ovis, die jetzt gerade im Bau sind. Da werden weiter Marines gebaut. Verdächtig. Ich sehe was nicht. Mach mal. Hier das Reichweiten-Upgrade. So. Eins davon. Brauchen mehr Arbeiter. Ist das alles? So, Leer-Upgrade. So. Zwei dahin. Und ein Spore-Crawler, just in case. Ernsthaft? Jetzt baut er seine Barracks erstmal fertig in aller Ruhe. Okay. So, hier ist der Roach Warren, der steht hier ganz fleißig. So, ey, ihr, dahin. Euch braucht man hier. Und euch drei brauche ich hier, bitteschön. Da kommen ein paar Marines rausgewackelt. Da kommen mal von uns ein paar Roaches.
Ja gut, die Obis hier durch die Gegend zu schicken, war jetzt eine doofe Entscheidung. Oh, Scan habe ich ja vergessen. Hm, das hat er gar nicht so doof gemacht, der gute Mann. Shit. Arbeiter. Das für ein Stranger Push. Ist aber effektiv, muss man zugeben. Irgendwie verliert aber seine Ahnung, ne? So, ihr hold position, du dahin. Du? So, bau hier die Hedge. So. Dann holen wir ein paar Banelinge her. Natürlich haben wir kein Banding Speed, natürlich. Wozu denn auch? So. Hat er mir den Creep gut eingedämmt? Lauf, Zeigling! So. So, erstmal den Zeigling hier hin zur Ablenkung. Metamorphose abgeschlossen. So, jetzt die Banelinge. Oh, Slow Banelinge sind nicht so geil! Wo bleibt das Reinforcement? Ist irgendwo unterwegs. Das war weniger geil. Reinforcement bitte nicht einfach so in den Tod rennen. Dankeschön. So, einmal Makro Hedge, einmal Gas und. Nein, und nix. Roaches noch. Gegen Bio. Metamorphose abgeschlossen. Stellen wir mal ein paar Zerglinge ab, zum gucken, was da abgeht. So. So, wie sieht's hier aus? Hydras. So, Hydras sind im Bauch. Ovis. Aha. Banelinge. So, Borrow bräuchte ich noch. So, weil das immer praktisch ist. So, wie sieht's hier aus? Der macht das Melee-Upgrade dann. So, vielleicht doch der Lurker-Dent wäre vielleicht doch eine geile Sache. Reinforcement schlüpfen! Oh ja, das lief schon besser. So. Einmal Zergling dahin. Einmal Zergling dahin und ich habe doch da gerade. Zergling, nicht Hydra, bitte. Stell doch da kein Scouting Hydra ab. Hab ich zu viel Kohle oder was? Aha. Puh, der liefert einen harten Kampf. So. Okay. Soweit so gut, soweit so gut. Ups, da ganz schlechter Zeitpunkt, Banelinge zu mausen. Unsere Streitkräfte werden angegriffen.
Komm schon, schnapp dieses Medivac, komm schon! Yes! So. Es läuft! So, okay, ziehen wir jetzt ein Stück weit zurück und machen ein paar Lurker draus. So, noch hat was zu laufen. Okay. So, ein paar Arbeiter darunter. Ups, so viel zum Thema Arbeiter, wir haben keine Oberlords mehr. So. So, das Upgrade für schnellere Obi-Bewegung. Creep. Ich immer mein Creep, ich weiß, der ist echt hinterher. So, rennen wir da mal mit dem Zergling rein, um mal zu gucken, was da abgeht. Wie sieht es mit den Melee-Upgrades aus? Zweier im Bau. Aha. Wir brauchen mehr Mineralien. Mutation abgeschlossen. Splash. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Kurse abgeschlossen. So, mehr Zerglinge. Okay, rein da. Ich glaube, es sind genug. Mit dem Reinforcement müssten es genug Zerglinge sein. So, Baneling an die Widow Mines ist natürlich nicht so gut, aber bevor die feuern. So. Huh! Holy fuck! Nein, 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 nein! Ah, shit, der ist davon gekommen, der Sack! Okay. Ah, soweit, so gut. Hier Hive-Tech. Dann kurz nach Hause zum Verteidigen. So. Dann holen wir uns hier ein paar Arbeiter ins Gas. So, ein bisschen defenden wäre geil. Hier sind viel zu viele an den Mineralien. Ja, so viele brauchen wir auch wieder nicht. So. Ein bisschen expanden. Der hat doch da unten keine Ninja-Echse gesetzt, oder? Aha. So. So, wir haben hier ein paar Hydras. Die werden zu Lurkern, bitte. So. Dann bauen wir neue Hydras für Team 1. Ihr seht übrigens hier unten an den Knöpfen immer, was ich gerade aktiviere, was ich gerade in neue Teams einsetze. Falls es euch interessiert, meine ich. Also ihr müsst da jetzt nicht krampfhaft drauf gucken, aber... So, dann patrouillierst du mal bitte so, so, so und so. So. Ja, jetzt hat er gerade dort unten gescannt. So. Und ein Ultra-Cavern hätte ich gerne, weil ich Ultras einfach geil finde. Aber ich habe nicht genug. Weil weiter nicht genug Gas. So. Wenn man nicht genug Gas hat, baut man eben mehr Zerglinge. Weiß man doch. Ja, voll erwischt. Ja, mein Zergling-Reinforcement war leider nicht dabei, sonst wäre das noch besser gelaufen. Übrigens, wäre geil, wenn die Lurker nicht in Gruppe 1 drin wären. So, ein kleiner Run-By. Richtung seiner neu gebauten Base ist sicher auch eine gute Sache. Wir brauchen
So. Lauf da runter, lauf da runter. Ein Graben. So, ein paar Banelinge, weil Banelinge einfach gegen Bio immer noch gut sind. So, wie sieht's hier unten aus? Okay. Aha, ach, der Löcher, den gab's ja auch noch. Stimmt ja. So. Wie sieht's hier aus? Army besteht aus Zerglingen, Banelingen, Hydras. Klingt nach einer soliden Kombo, würde ich sagen. Bauen wir noch ein paar Ultras. Drei Stück. So. Wir brauchen mehr Mineralien. Komm schon. Wir brauchen mehr Mineralien. Hier. Landeplatz blocken. So, ein paar Zerglinge aus der Armee rausnehmen für ein paar Runbys. So, ich habe immer ganz gerne stehende Armee praktisch. Ich weiß, es ist nicht besonders effektiv, aber dann kann ich schneller auf Drops reagieren. Ich habe hier irgendwelche Krümel auf dem Mauspad. Okay. Noch ein paar Ultras. Kann ich die Krümel kleben an meiner Maus? Das war das Problem. So. Wie sieht's nicht aus? Guck mal, hatte ich nicht ein paar Overseer mit dabei? So, hier ist einer immerhin. Schieben wir mal ein paar Formlinge da rein. So. Hydras. Okay, ein paar Zerglinge vielleicht auch da reinschicken. Ich will wissen, was der da treibt. Macht der irgendwas Crazy-mäßiges? Ah, da steht der PF. Aha, aha. Nein, 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 nein. Du droppst hier nicht rum. Ja, ich sehe dich. Direkt ein bisschen verscheucht. Hier ist noch ein Marine. Nein! Lass mein Grabezerglinge in Ruhe. Er kommt zurück und lebt sich gleich wieder ein. Die Zerglinge fressen hier inzwischen mal was. Ah. Aha! Erschöpft. So. Eigentlich könnten wir mal Go machen, würde ich sagen. Endlich! Das Medivac hat mich jetzt schon seit Ewigkeiten in 3 Tagen geärgert. Hier haben wir noch einen Arbeiter. Ach, ihr seid hier die erschöpften Arbeiter. So, Spinecrawler, Spinecrawler, Sporecrawler, Spinecrawler. So. Machen wir noch ein paar Banelinge. Aha, da unten soll es also sein, ha? Gut. So. Meine Lurker stehen da immer noch. Die laufen da mal hinter. Und dann hetzen wir ihn mal in die Lurker rein. Diabolischer Plan, meint ihr nicht? So. Ja, renn da voll rein, Held. Komm rein da. Buddeln. Banelinge nicht auf Attack Move, bitte. Hydras kombinieren sich halt nicht besonders geil mit Melee Army. Die stehen halt ziemlich krass im Weg.
Ah, oh, da ist ein Haufen Tanks. Aber wir gehen jetzt da rein. Reicht mir jetzt. Ah, so. Oh, nicht auf die PF. Also gut. Ah, es lief doch. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Däumchen hier oder schaut beim nächsten Mal wieder rein. Wie immer, Abonnenten erfahren immer das zuerst über neueste Videos. Und alles, was über Däumchen hoch oder Däumchen runter hinausgeht, ab in die Comments. Ich freue mich, wir sehen uns beim nächsten Mal. Viel Spaß noch.